Hast du schon mal darüber nachgedacht, Backpulver auf deine Pflanzen zu streuen? Denn das solltest du unbedingt tun. Warum? Das erfährst du heute hier bei uns. Gib dem Video direkt ein Like und schau es dir unbedingt bis zum Ende an. Denn nur so erfährst du von diesen magischen Backpulvereffekten, die auch deinen Alltag deutlich verbessern werden. Hier sind 5 Dinge, die passieren werden, wenn du ab sofort deine Pflanzen mit Backpulver bestreust. Erstens, Schädlingsbekämpfung. Zahlreiche Schädlinge wie etwa Ameisen, Silberfischchen und Blattläuse können Backpulver einfach nicht ab und bleiben deinen geliebten Pflanzen daher auch fern, wenn du rundherum Backpulver verstreust und auch etwas davon in die Erde darunter gibst. Wir garantieren dir, ein so günstiges Schädlingsbekämpfungsmittel für deinen Garten wie Backpulver findest du mit Sicherheit nirgendwo sonst. Es lohnt sich daher absolut. Zweitens, Krankheitsabwehr. Backpulver hat sich auch als sehr effektiv gegen unterschiedlichste gängige Pflanzenkrankheiten wie etwa Pilze und Unkraut, wie zum Beispiel Fingerhirse, erwiesen. Denn die Inhaltsstoffe in Backpulver neutralisieren und bekämpfen beides und tragen so dazu bei, dass du dir um die Gesundheit und das Wohlergehen deiner Pflanzen keine Gedanken machen musst. Drittens, Pflanzengesundheit. Backpulver hat ausschließlich positive Effekte auf die Gesundheit deiner Pflanzen und kann daher auch ohne Bedenken ausgiebig eingesetzt werden. Es versorgt deine Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen und sorgt zudem auch dafür, dass stets ein guter pH-Wert in der Gartenerde herrscht. Wer hätte gedacht, dass Backpulver auch außerhalb der Küche so sinnvoll sein kann? Viertens, Reinigungsmittel. Backpulver reinigt die Erde in deinem Garten vor Schadstoffen und sorgt so dafür, dass deine Pflanzen immer ein sauberes und hygienisches Umfeld zum Wachsen haben. Das ist wichtig, denn schließlich willst du sicherstellen, dass deine Pflanzen die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um wunderschön zu werden und saftige Früchte und Gemüsesorten zu tragen. Fünftens, wirksamer Dünger. Backpulver ist in weiterer Folge auch ein sehr häufig und umfangreich verwendetes Düngemittel, das insbesondere durch das in hohen Mengen enthaltene Natron überzeugt. Denn dieses tötet Schädlinge und verhindert Krankheiten und verbessert den Säuregehalt der Erde auf wunderbare Art und Weise. Denn ein einwandfreier Boden ist wichtig, damit deine Pflanzen auch ausreichend mit essentiellen Nährstoffen wie etwa Magnesium, Calcium und Phosphor versorgt werden. Welche weiteren coolen Lifehacks kennst du noch so? Verrate es uns in den Kommentaren, lass ein Abo da und zeig der goldenen Glocke etwas Liebe, denn so kannst du alle unsere neuen Videos ab sofort immer zuerst entdecken. Schau auch direkt bei unserem neuen Kanal MindRich vorbei, denn auch dort laden wir wöchentlich zahlreiche coole und interessante Videos hoch. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen, dass du dich mit diesem Lifehack noch besser um deine Pflanzen kümmern kannst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.